Das ist der BMW 430i als Cabrio. Als die Viererreihe 2013 auf den Markt kam, sollte sie die luxuriöseren Dreiermodelle ablösen. Dies ist BMW spielend gelungen. Mit weltweit fast 400.000 verkauften Fahrzeugen zeigt sich der Erfolg der BMW Viererreihe. Neben dem Coupé und dem Grand Coupé soll das Cabrio für seine Käufer der Inbegriff purer Freiheit sein. Allerdings bringt das Cabrio auch ein Zusatzgewicht von 225 Kilogramm gegenüber dem Coupé mit sich. Das Fahrverhalten des fast 1800 Kilogramm schweren Cabrios ist trotz seines Gewichts recht sportlich. In der Kurve merkt man natürlich schon das zusätzliche Gewicht, allerdings empfinde ich das jetzt nicht gerade als extrem störend. Optisch gab es beim BMW 430i kaum sichtbare Neuerungen. Neu an ihm sind die nun serienmäßigen LED-Doppelscheinwerfer, die LED-Nebellampen und die überarbeitete Frontschürze. Die lange Motorhaube lässt den BMW dynamisch aussehen und verleiht ihm einen eleganten Look. Dazu soll auch die Snapper Rocks Blue Lackierung beitragen. Sie gibt es allerdings nur gegen einen Aufpreis von 900 Euro. Modelltypisch für die Luxury Line, die wir getestet haben, sind die Chromelemente, die sich über das gesamte Cabrio verteilen und den BMW so von außen recht hochwertig wirken lassen. Am Heck formen die markentypischen LED-Rückleuchten in L-Form das Ende des BMW 430i. Das Öffnen und Schließen des Metallklappdachs funktioniert rein elektrisch und braucht mindestens 20 Sekunden. Der überarbeiteten und verbesserten variablen Sportlenkung lässt sich der BMW zielgenau durch kurvige Straßen manövrieren. Machen wir mal einen Soundcheck und schauen, wie der Vierzylinder so klingt. Der 2-Liter Vierzylinder Twin-Turbo-Motor leistet 185 kW und liefert ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmetern. Den Sprint von 0 auf 100 schafft er in 6,3 Sekunden. Spitzengeschwindigkeit ist wie bei BMW typisch elektronisch abgeregelt bei 250 km/h. Für einen Vierzylinder-Motor muss ich sagen, finde ich den Sound wirklich sehr gut designt. Das wird auch den ein oder anderen Sportwagenfahrer ansprechen. Ein Nachteil des Metallklappdachs gegenüber einem Stoffverdeck ist das größere Gewicht. Das Öffnen und Schließen dauert recht lang und funktioniert nur, solange man nicht schneller als 18 km/h fährt. Bei eingeklapptem Dach sinkt außerdem auch das Ladevolumen des ohnehin schon nicht üppigen Kofferraums von 370 auf 220 Liter. BMW wird deshalb in der nächsten Generation des Vierer Cabrios wahrscheinlich wieder auf ein Stoffdach setzen. Abschließend kann ich sagen, mich hat der BMW 430i überzeugt. Er bietet einen guten Spagat zwischen Sport und Komfort. Das heißt, man kann ihn gut durch die Kurven treiben, ohne dass er dabei unsicher wird. Allerdings leisten können muss man ihn sich auch. Knapp 60.000 Euro kostet der 430i in Deutschland. Die günstigste Version, der 420i, ist ab knapp 50.000 zu haben.